Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr davon erfahrt. Wer von euch war denn am 12.03.2022 bei dem Spaziergang durch Bamberg, der hieß Ruf der Trommel? Vielleicht erinnert ihr euch auch nicht mehr dran, aber 12. März 2022. Da waren mehrere hundert Teilnehmer, die durch Bamberg spaziert sind und damals war das noch mit Maskenpflicht. Und jetzt stellt euch vor, am 12.03.2022 war das und Ende August hat unsere Versammlungsleitung einen Strafbefehl bekommen. Wir sollen 1950 Euro zahlen, da angeblich fast alle Demo-Teilnehmer keine Maske getragen haben. Ich will jetzt hier gar nicht über die Sinnhaftigkeit und Gesundheitsschädlichkeit des Maskentragens sprechen.